Liebe Freunde, ich begrüße Sie alle ganz herzlich aus Dübendorf. Überall auf der Welt werden Hilfspakete geschnürt, um notleidenden Menschen in der Corona-Krise zu helfen. Jedes Land hat seine eigene Vorgehensweise mit eigenen Prioritäten. Aber immer wieder hören wir auch von Menschen, die vom Hilfsnetz nicht aufgefangen werden. Gibt es denn ein Hilfsangebot, bei dem niemand übersehen wird, das für jeden Menschen ganz persönlich gilt? Oh ja, das gibt es. Und dieses Hilfsangebot finden wir in Jesaja Kapitel 41, Vers 13 aus der Bibel. Dieses Hilfsangebot übersieht niemanden und die Hilfe kommt ganz bestimmt an. Da heißt es, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Diese Bibelstelle ist zuerst einmal ein wunderbares Hilfsangebot an das bedrängte Volk Israel. Aus dem Neuen Testament wissen wir aber auch, dass alle Gottes Verheißungen Ja und Amen sind in Jesus Christus. Und das ist eine gewaltige Aussage, denn je nach Kriterien zählt man zwischen 8.000 und 36.000 Verheißungen in der Bibel, also bis zu 100 jeden Tag. Nun, in dieser Verheißung aus Jesaja 41, Vers 13, erfahren wir als erstes, wer mir diese Hilfe anbietet. Und ich erlaube mir, Sie bei dieser kurzen Darlegung des Hilfspaketes mit Du anzusprechen. Wenn der Hilfegeber den Hilfeempfänger mit Du anspricht, dann möchte ich das auch tun. Wer bietet mir Hilfe? Denn ich, der Herr, dein Gott. Er bietet Hilfe. Es gibt nur den einen Gott der Bibel, der persönlich und auch der anhaltend helfen kann. Aber dieses Hilfsangebot ist an eine Bedingung geknüpft. Es kann nur von demjenigen empfangen werden, der auch vom Herrn sagen kann, du bist mein Gott. Du bist der einzig wahre und lebendige Gott. Du bist der Vater des Herrn Jesus Christus, der mich durch sein stellvertretendes Blutvergießen am Kreuz von all meiner Schuld befreit hat. Ja, du bist mein Gott. Dir vertraue ich mein ganzes Leben an. Und du hast dadurch auch die Kontrolle über mein Leben. Nur auf diese Weise haben wir Zugang zu dem, von dem wir wirkliche Hilfe erwarten dürfen. Im hebräischen Text wird anstelle von Herr der Gottesname Jahwe verwendet. Damals führte er als Bundesgott Israels sein irdisches Volk aus der Knechtschaft ins verheißene Land. Und heute? Heute führt er sein himmlisches Bundesvolk, die Gemeinde Jesu Christi, hinaus aus allen Bedrängnissen der Zeit bis in die verheißene, herrliche, himmlische Heimat bei ihm. Nun, wodurch erfahre ich Hilfe? Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand. Gewaltig. Gott selbst übernimmt die Initiative. Dass er selbst nach deiner Hand greift, bedeutet Vertrautheit. Er will dich führen. Er will dich leiten. Und zwar nicht mit Zwang, sondern mit unendlicher, liebevoller Zuneigung.
Als nächstes fragen wir uns, woher weiß ich um Hilfe? Hilfe, die mir persönlich gilt? Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir. Gott selbst spricht nicht zu irgendjemandem. Er spricht zu dir ganz persönlich. Er meint dich. Sein Hilfsangebot gilt dir ganz persönlich. Und schließlich, was beinhaltet seine Hilfe? Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Hier bekommst du vom allmächtigen Gott eine wunderbare Zusicherung des Trostes in allen Lagen. Fürchte dich nicht. Egal in welcher Situation du auch steckst, wie bedrückend auch die Umstände sein mögen, fürchte dich nicht. Und hier bekommst du vom allmächtigen Gott auch die wunderbare Zusicherung der Hilfe in allen Lagen. Ich helfe dir. Wunderbar. Aber da gibt es nicht wenige Kinder Gottes, die vor kurzem oder vielleicht auch schon vor längerem ihre Hoffnung ganz allein auf die entgegengestreckte Hand Jesu gesetzt haben. Aber dennoch haben sie ungelöste Krankheitsnöte, Familiennöte, Arbeitsplatznöte, finanzielle Nöte und andere mehr. Und trotz anhaltendem Rufen und Flehen ist keine Linderung in Sicht. Was nun? Bist du vielleicht doch übersehen und übergangen worden? Nein, niemals. Es ist ja der lebendige Gott, der nicht lügen kann, der dir dieses Versprechen seines Trostes und seines unumschränkten Hilfangebotes gibt. Mein persönlicher Ratschlag, verzage nicht, sondern bleibe dran. Halte am Herrn fest, denn er hat, wie das Jeremia 29, Vers 11 sagt, Gedanken des Friedens und nicht des Leides über dir. Wir haben oftmals genaue Vorstellungen, wie diese Hilfe aussehen sollte. Aber im gleichen Bibelbuch Jesaja wird uns über Gott gesagt, in Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Siehst du? Seine Hilfe kann darin bestehen, deine persönliche Notlage zu lindern oder ganz wegzunehmen. Gottes Hilfe kann aber auch darin bestehen, dir ganz besondere Tragkraft zu geben, um in deiner Situation froh und standhaft zu bleiben. Jemand hat das einmal in einem Gebet wie folgt ausgedrückt. Wenn es deinen Namen verherrlicht, dann erhöre bitte mein Gebet und hilf mir. Aber wenn es deinem Namen keine Ehre bringt, dann wende meine Not nicht und gib mir die Kraft, deinen Namen in meiner Situation zu verherrlichen. Auf jeden Fall gilt dir sein Versprechen, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist das sicherste Hilfsangebot. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag in der großen Gewissheit, dass Gottes Hilfe spätestens rechtzeitig ankommt. Er möge sie reich segnen.